Frieden! Freiheit! Selbstbestimmung! Frieden! Freiheit! Selbstbestimmung! Ja! Und wir fragen natürlich auch die ganzen Gastronomen, ob ihr euch schon vorbereitet habt auf 2G Plus, ja, oder auf 2G in den Wintermonaten. Möchtet ihr wieder, dass eure Lokale leer bleiben? Möchtet ihr wieder Corona-Hilfen beantragen oder vielleicht euren Laden dann schließen, weil euer Erspartes in den letzten 2 Jahren nämlich gegen Null geht? Wenn nicht, dann kommt auch ihr mit uns auf die Straßen. Wir brauchen jeden Mann. Und hey, und ändern! Die Frauen sind ja in der Zahlenwiderstand. Die Frauen werden uns auf den Arsch retten. Du nimmst das aber genau jetzt. So. Innen. Und Außeninnen und so. Genau. Ja. Und wenn schon, denn schon. Ja, in Deutschland gerade ein Lied verboten wurde. Ja, dieses Lied. Also haben wir nicht andere Probleme in unserem Land als ein Lied? Ja, die leben noch gut. Wir leben dass noch gut von unserem Geld. Fest gespielt werden darf. Und wir sagen ganz klar, wir lassen es uns nicht verbieten, dieses Lied zu spielen. Und deswegen machen wir das jetzt einmal. Ja! Polizisten noch mit. Wer ist weg? Denk mal genau. Chance auf das. Ja, aber manchmal ist es Zufall. Ja, wie gesagt, wir haben ganz andere Probleme in diesem Land. Anstatt ein Lied zu verbieten auf Volksfesten, liebe Politiker und liebe Stadträte, da in Würzburg oder wo das geschehen ist und auch in Düsseldorf, macht euch mal lieber über andere Sachen Gedanken, anstatt ein Lied zu verbieten.